Wir machen einen gedanklichen Ausflug nach Waldstätte, was im Münsterland liegt. Und dort liegt die Lambertus-Grundschule mit zwei der dortigen Macherinnen digitalen Unterrichts. Wollen wir sprechen? Das ist die Schuldirektorin, seit 20 Jahren habe ich gelernt, Birgitta von Rosenstiel. Und Niklas Dietrich, der IT-Koordinator der Schule ist. Die Schule hat relativ früh angefangen, relativ viel in Sachen Digitalisierung zu unternehmen, aber genauer können Sie uns das selbst erzählen. Ich würde mal vom Konkreten zum Allgemeinen gehen. Herr Dietrich, mögen Sie aus dem Unterricht was erzählen als Ausschnitt? Was konkret machen Sie da? Ja, also man kann davon sprechen, dass wir parallel zu den ja, analogen Unterrichtsmaterialien, also auch ins Digitale eingestiegen sind. Wir haben eine digitale Schultasche entwickelt. Die Kinder haben alles auch digital zur Verfügung und lernen auch vom ersten Tag an mit dem Stift in der Hand in diesen Materialien zu schreiben und natürlich auch damit digital umzugehen, also Audioaufnahmen, Textbearbeitung. Und wir nutzen natürlich parallel dann auch die ganzen Möglichkeiten von Lernplattformen und verschiedenen Lernangeboten in Form von Apps, die wir halt im Wochenplan, der oft frei zur Verfügung steht, mit unterbringen, sodass die Kinder halt ein reichhaltiges, sehr differenziertes Angebot haben an ja, möglichen Varianten, wie man mit digitalen Medien umgehen kann und auf verschiedenen Wegen halt auch lernen kann und zum Ziel kommen kann. Und das macht sie natürlich sehr schnell dann auch kompetent. Und das, was wir zum Beispiel machen, sind digitale Diktate. Das heißt, die Kinder können sich selber die Texte vorher einsprechen, sich so oft anhören und stoppen an verschiedenen Stellen, wenn sie das möchten. Wir haben Videotutorials, die wir drehen und den Kindern im Wochenplan zur Verfügung stellen, wo der eigene Lehrer nochmal die Aufgabe erklärt. Und das heißt, es gibt also auch ein sehr freies Lernen durch diese Möglichkeiten, die wir da haben. Und das sind so einige Beispiele, die im Unterrichtsalltag auf jeden Fall Platz finden. Genau, und ja, also ich sag mal auch gerade so etwas wie digitale Bücher erstellen, das ist ab der ersten Klasse tatsächlich schon der Fall, dass die Kinder das lernen und auch lernen, ihre Materialien zu präsentieren. Wir haben interaktive Tafeln, mit denen wir arbeiten. Die Kinder haben alle ihr eigenes iPad, können ihre Materialien untereinander teilen, austauschen, präsentieren, diskutieren und so haben wir im Prinzip auch in der Kommunikation oder auch im kollaborativen Arbeiten viele Möglichkeiten, das digital auch zu nutzen. Und gerade natürlich auch jetzt in der Corona-Zeit von zu Hause aus war das für uns jetzt auch wirklich Gold wert, das so umsetzen zu können. Eine Frage, die sich mir immer wieder stellte, ist unsere Schule, unser System Schule überhaupt noch zeitgemäß? Und da sage ich Ihnen ganz deutlich und klar, nein, es ist nicht zeitgemäß. Die Schüler haben einen ganz natürlichen Umgang und wenn wir uns umsehen, dann sehen wir überall Schüler, die mit digitalen Medien groß werden. Ich will jetzt nicht die Bresche schlagen für die Kinder, die schon gerade mal ein Handy in der Hand halten können und da irgendwelche Spielchen drauf spielen. Aber was, und da komme ich auch gleich zum zweiten Punkt, es geht um einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit diesem Medium. Und das kann man nur erreichen, wenn man recht frühzeitig damit anfängt, auf die Altersgruppe der Kinder abgestimmt. Und was schulisch gesehen natürlich eine große Motivation für uns war, das ist die Förderung. Wir haben also schon sehr früh eine große Anzahl an Kindern gehabt, die ganz besondere Förderbedarfe haben, nicht nur sonderpädagogische, sondern eben in jeder Beziehung Förderbedarfe. Und wir erweitern unser schulisches Angebot. Herr Dietrich sagte es gerade schon, die analogen Medien sind bei uns nicht verschwunden. Wir erweitern unser Angebot dadurch, dass wir sagen, wir haben auch diese Medien und wir bieten den Kindern die Nutzung dieser Medien. Das kann bedeuten, dass ein Kind im Heft schreibt. Das können die sich dann auch weitgehend aussuchen. Es kann aber auch bedeuten, dass ein Kind auf dem Tablet schreibt, auf dem iPad, Entschuldigung. Und wenn wir sehen, dass ein Kind zum Beispiel oder Kinder haben ja häufig auch Probleme in der Motorik und tun sich schwer im Schreiben, die entbinden wir nicht vom Schreiben. Aber wenn es um den Lernerfolg oder um das Erlernen von mathematischen Fähigkeiten, Addition, Subtraktion zum Beispiel geht, oder wenn das um das Formulieren von Texten geht, dann ist das Schreiben weniger wichtig in dem Moment. Und da können wir diese Medien einsetzen, weil die Schüler da andere Formen des Lernens haben. Das Schreiben ist in der Schule eigentlich das Einzige, womit ich in der herkömmlichen Schule, womit ich zeigen kann, dass ich irgendwas kann.
Und das tritt bei vielen Kindern mit Förderbedarf zu sehr in den Vordergrund und es zeigt nicht ihre wirklichen Stärken. Und daher haben wir für diese Kinder gerade auch die Möglichkeit entwickelt, dass sie diese Stärken, nämlich das, was sie können, das einmal eins, sie können die Ziffern vielleicht nicht richtig schreiben, aber sie können das einmal eins und sie können addieren. Und ich denke, das kommt dem individuellen Lernen und dem Förderbedarf ja, entgegen und schafft auch einen Schritt zum modernen Unterricht. Wir fördern die Eigenaktivität der Kinder. Viele Dinge, viele Apps, viele Programme sind erklärend. Und wir schaffen eben unterschiedliche Zugehensweisen für die Kinder. Und das ist uns ganz besonders wichtig. Genau, Wenn Sie also jetzt, Herr Dietrich, ergänzen Sie gerne. ja, also es geht im Prinzip um die Öffnung von verschiedensten Lernwegen. Das wollte ich nur noch mal unterstreichen, denn es ist so viel möglich für die Kinder, wenn sie einmal diese Palette bekommen haben und sie nutzen sie sehr aktiv und sehr eigenverantwortlich. Und das macht wirklich das aus, was auch die Persönlichkeit dann der Schüler ausmacht, dass sie selber in die Verantwortung kommen, ihre Lernwege zu wählen und zu Handlungsergebnissen zu kommen, die Spaß machen, die motivieren. Und eben auch in diesem Bereich eine Kompetenz herausbilden, die wir uns wünschen für die Zukunft der Kinder. Schauen wir nochmal auf diesen Weg, den Sie jetzt schon angedeutet haben. Wir fangen mit den Stärken an. Herr Dietrich, was hat richtig gut funktioniert? Ja, richtig gut funktioniert hat, dass wir von vornherein darauf gesetzt haben, wirklich jeden Kollegen mitzunehmen. Das heißt also, wir haben ganz früh angefangen, sehr regelmäßige Fortbildungen anzubieten. Und zwar nicht irgendwie riesige Klötze, die man nicht durchschaut, sondern eher im Bereich so Mikrofortbildungen. Wir haben die Geräte in die Hand genommen. Die Kollegen konnten immer und jederzeit ihre Fragen stellen und haben auch sofort Hilfe bekommen. Und deswegen ist eigentlich auch nie ein Frust aufgekommen. Es war immer eine große Herausforderung natürlich. Und trotzdem war es natürlich dann auch die Möglichkeit, es zu lernen, weiter Fragen zu stellen und weiterzukommen. Und wir haben ein IT-Team aufgebaut, schon sehr früh, das auch dann dieses Wissen auch teilt, in ihren Jahrgängen beispielsweise, aber auch für Problemstellungen zuständig ist und weiß, wie man Hardware- und Softwareprobleme lösen kann. Und durch diese Infrastruktur sind wir auf diesem Weg, der jetzt ja schon einige Jahre dauert, auch wirklich kontinuierlich vorangekommen. Also das ist so eine Sache. Dann natürlich auch die neue Hardware, die immer dazugekommen ist. Also wir haben zum Beispiel auch eine interaktive Turnhalle inzwischen mit einem riesigen System, wo man wirklich interaktiv Sport erleben kann, natürlich auch ganz praktisch. Und da findet man sofort auch Kollegen jetzt, die motiviert sind, die sagen, ich übernehme das, ich habe da Lust drauf. Und das heißt, was hat gut funktioniert? Die Motivation ist bei allen da und alle sind mit ins Boot gekommen und haben wirklich Lust, mit zu unterstützen, bringen ihre eigenen Ideen mit ein. Und dieser Austausch bringt uns wirklich ständig voran, den wir da haben. Genau. Was hat gut funktioniert? Die Corona-Zeit hat super gut funktioniert. Wir hatten einen ganz glatten Einstieg. Wir brauchten im Prinzip die Geräte geringfügig umkonfigurieren für Videokonferenzen und alles konnte genauso bleiben, wie es vorher auch war. Die Elternschaft war sehr positiv natürlich auch angetan und auch dabei. Wir haben niemanden verloren in dieser Zeit. Wir konnten unseren Unterrichtsstoff voll durchziehen, also durchziehen im Sinne von mit Spaß und aber auch nachhaltig an die Kinder weitertragen. Und das ist auch so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, ja, da sind wir genau auf dem richtigen Weg, auch mit diesen Möglichkeiten, die wir da uns aufgebaut haben. Wir haben auch früh netzwerkartig mit der Stadt, mit dem Schulträger ein Team aufgebaut, mit den anderen Schulen aus der Region, wo wir eben uns auch immer ausgetauscht haben. Was brauchen wir? Was wollen wir auch? Was fordern wir auch ein? Und durch dieses Netzwerk sozusagen innerhalb der Schulen auch haben wir es geschafft, wirklich die Politik auch hinter uns zu bringen und jetzt wirklich auch zu profitieren davon, dass wir volle Unterstützung kriegen bei Endgeräten, bei WLAN, bei Internetgeschwindigkeit und sozusagen auch da uns richtig auf den Weg gemacht haben. Also Netzwerken, alle mit ins Boot holen, Schritt für Schritt, nicht zu viel auf einmal. Das sind so die Dinge, die natürlich über Jahre jetzt auch sich etablieren mussten. Aber das ist das, was im Wesentlichen wirklich uns sehr vorangebracht hat. Das muss man so sagen. Genau. Betrifft natürlich genauso die Eltern. Also die nehmen wir natürlich auch vom ersten Tag mit ins Boot. Die können immer ihre Fragen stellen. Wir haben so einen Schulmessenger seit einigen Jahren, wo auch eine sehr unkomplizierte Kommunikation möglich ist,
Und die Eltern haben da Tutorials für Problemstellungen, die sie sofort abrufen können und sind auch in der Lage, sich selbst zu helfen und kriegen sozusagen dann aber auch sofort noch weitere Hilfe. Und dieses alle in einem Boot haben und mitnehmen und die Probleme sofort lösen, ist eigentlich für uns die Lösung. Und da kann man sagen, das hat wirklich gut funktioniert und wahrscheinlich würde es sonst auch längst nicht so gut funktionieren. Ja, genau. Ja, ich kann das auch nur bestätigen und auch vielleicht ergänzend sagen, es hat sehr, sehr lange gedauert, weil wir in einer Zeit angefangen sind, als das für den Grundschulbereich absolut nicht en vogue war. Und wir hatten zunächst Zweifler in der Politik, in der Elternschaft. Wir haben auch heute noch Zweifler, die einfach sagen, die Digitalisierung ist nicht meins. Es sind aber immer weniger. Und ich muss sagen, es war ein sehr mühsamer Weg. Und wir sind mit Einzelgeräten angefangen. Heute, gerade so jetzt in der Corona-Zeit, laufen wir offene Türen ein. Was die Schulen heute brauchen, ist ein Schulträger, der mitmacht. Aber was die Schulen vor allen Dingen brauchen, ist eben eine Vision, ein Ziel vor allen Dingen, was sie verfolgen. Und da eben diese äußeren, nenne ich das mal, Schwierigkeiten heute nicht mehr so sind, dank Corona, hat ja auch was Positives, muss man sagen, werden die Schulen sicherlich schneller sein. Der Hauptknackpunkt wird allerdings die Toleranz und die Akzeptanz bei den Mitarbeitern sein. Ich glaube, ein Faktor, mit dem Schulen heute schneller unterwegs sind, ist ja auch, dass man eben von den Erfahrungen der Pioniere lernen kann. Deswegen würde ich auch gerne noch wissen, was hat da nicht gut funktioniert, was vielleicht nicht alle nochmal durchmachen müssen. Ja, ich glaube, man muss auch probieren und verwerfen. Man hat ein Ziel und das möchte man gerne erreichen. Das zu formulieren ist schon nicht so einfach, weil das Ziel konkret sein muss. Man kann jetzt nicht sagen, wir wollen unseren Unterricht digitalisieren. Das ist kein Ziel. Das ist allgemein dahergesagt. Ein Ziel muss sehr konkret sein. Wo wollen wir Ende dieses Schuljahres stehen? Was wollen wir bis zum Ende des Schuljahres erreicht haben? Wer übernimmt was? Woran merken wir, dass wir das erreicht haben? Also diese sogenannte Indikatorenfrage. Was uns sehr große Schwierigkeiten bereitet hat zu Beginn, war die unzureichende Infrastruktur und die damit verbundene Fehlerhäufung. Das heißt, wir haben auch Frusterlebnisse bei Kollegen in dieser Zeit gehabt. Dann sind die in einen Raum gegangen, der war dann mit WLAN ausgestattet, ne? Einen Raum. Heute sind wir im Außen- und Innenbereich und in den Hallen, in den Turnhallen ausgestattet mit einem zuverlässigen WLAN, sodass wir wirklich gut arbeiten können. Damals war das nicht so. Das heißt, die gesamte Lerngruppe ist in den Mehrzweckraum gegangen, da hatte man Internet. Dann funktionierte das aber wieder nicht und die Geräte spielten auch nicht immer so mit. Dann war die Stunde rum, der Lehrer war frustriert, die Schüler waren verärgert. Also da muss man ganz schnell Abhilfe schaffen. Und dann, wenn die Kollegen Erfolgserlebnisse haben und die Schüler merken, Mensch, das ist toll, das funktioniert, ne? Dann kann man weitermachen. Wir können ja diese Liste vielleicht nochmal fortsetzen. Was würden Sie anderen Schulen noch mit auf den Weg geben, die jetzt eben da stehen, wo sie vielleicht vor 10 Jahren standen? Also auf jeden Fall ist das Erste, Menschen zu finden im Kollegium, die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, die einfach sagen, ja, ich möchte was ausprobieren, ich bin bereit. Und eine Schulleitung, die natürlich auch voll dahinter steht. Dann wirklich zu sagen, okay, jetzt gehe ich da konkret rein, der Kollege guckt sich das an, probiert das aus mit den Schülern, nimmt dann die nächsten Kollegen mit ins Boot, zeigt ihnen das, was sie gemacht haben und dann geht es sozusagen Schritt für Schritt weiter, dass man es in die Breite bringt, ja, und dass man alle Kollegen dann in diesen kleinen Fortbildungen voranbringt und probiert es aus und werdet einfach schlau mit euren Schülern zusammen. Man kann nur empfehlen, zu hospitieren, also dieses auch nicht mehr die Klassentür ist zu, sondern dann sie ist offen und alle können reinkommen und man guckt sich gegenseitig vieles ab. Das ist ja auch ein Grundprinzip, was jetzt auch sehr, sehr wichtig ist. Das muss man auf jeden Fall beherzigen, also über den Tellerrand schauen. Und ich sage es auch gerne nochmal, das Internet bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Tutorials zu jeder App, zu jeder Anwendung. Ich habe mich selber über, ich weiß nicht, wie viele Eigen-Mikro-Fortbildungen mit YouTube-Tutorials auf verschiedensten Seiten fortgebildet. Und das ist einfach in so kleinen Einheiten super und man findet fast zu jedem Problem irgendwie auch einen Lösungsvorschlag oder eine Anleitung, was man machen kann. Und da muss man einfach dann auch losgehen. Also da muss jeder einfach auch selber das Heft in die Hand nehmen und sagen, ich gucke mir das mal an und dann probiere ich es wieder aus und dann lerne ich daraus. Also das ist so etwas, was man mitgeben soll. Also da ist ganz viel vorhanden, was man nutzen kann. Frau von Rosenthal, haben Sie noch Ja, Ergänzungen aus Sicht der Schulleitung?
Ja, Freude an dieser Arbeit zu vermitteln ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Es gibt, man kann jetzt nicht sagen, die älteren Kollegen sind eher dagegen, die Jüngeren alle begeistert. Es ist durchaus auch möglich, die älteren Kollegen oder diejenigen, die eben schon sehr lange in Schule sind und dadurch eben auch sehr viel Erfahrung mit anderen Methoden gesammelt haben, davon zu überzeugen, dass so eine Ergänzung eine Bereicherung ist. Dafür erscheint mir wichtig, dass man nicht Einzelkämpfer ist, sondern, das hat bei uns zumindest auch zum Erfolg geführt, wir in Teams arbeiten. Das heißt, jeder Jahrgang hat ein Team von ungefähr 6 Personen. Und dieses Team hilft und unterstützt sich untereinander. Und durch die räumliche Nähe dieser Mitarbeiter im Team kann jeder dem anderen schnell helfen. Und das hat auch beim Distanzunterricht dazu geführt, dass die Kollegen dann eben gesagt haben, ich habe gerade ein technisches Problem, kannst du übernehmen? Also man fühlt sich sicherer, man ist nicht so nervös, man hat nicht die Alleinverantwortung. Das, was der eine nicht kann, kann der andere. Und dann erlebt man auch, dass richtig Freude an der Sache entsteht. Und diese Freude ist die Motivation zum Weitermachen bzw. zum Erweitern. Also Zeit nehmen, Ziele erarbeiten, breit fächern, hospitieren, Mikrofortbildung, das sind die Schlüsselpunkte für Ergebnisse, für gute Ergebnisse. Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen. Und zwar das Mindset, was man mitbringt, sollte wirklich ganzheitlich sein. Also das entwickelt sich natürlich auch mit der Zeit, aber wir haben gemerkt, es sollte natürlich kein Stückwerk bleiben, was wir da tun, sondern wir sollten uns bewusst sein, in was für eine Zukunft wir auch gehen und unsere Gesellschaft auch geht. Und das eben wirklich auch in das Bewusstsein aller Mitarbeiter, auch der Eltern zu bringen, dass die Zukunft sehr digital aussehen wird in der Arbeitswelt. Und das bedeutet für uns auch, und das wäre jetzt auch ein Tipp, dass man wirklich anfängt, zum Beispiel auch die ganze Verwaltung zunehmend zu digitalisieren. Das ganze Papier letztendlich, wo man immer noch mal losläuft, ich muss noch in den Ordner schauen. Und das, wenn man das mitdenkt und wenn man das Schritt für Schritt, und das hat auch Jahre gedauert, mit umstellt, dann hat man durch die tägliche Arbeit auch ein Gefühl dafür bekommen. Das verändert sich automatisch im Kopf, im Mindset, dass man eben diesen Workflow, den man dann plötzlich erreicht, wenn man eine Cloud nutzt, wenn man einfach das Papier gar nicht mehr irgendwie ausdrucken muss, man unterschreibt direkt und schickt es wieder zurück. Also, dass das eben halt die Zukunft ist und dass es auch wirklich funktioniert. Und das sollte man wirklich im Alltag auch dann zunehmend irgendwie leben und mitnehmen. Denn dann kann man alle anderen sozusagen direkt mit reinholen, dann verstehen die auch, was das für eine Bedeutung hat, dass es wirklich ein Fortschritt ist und nicht irgendein Spiel sozusagen, was dann irgendwann mal wieder abgebrochen wird oder mal ganz nett war. Also das kann man und sollte man vielleicht auch von vornherein versuchen mitzudenken und diesen Input immer wieder zu geben und das auch umzusetzen. Ich würde gerne nochmal auf die Metaebene wechseln. In der Stiftung Haus der kleinen Forscher sitzt ein Team, das Fortbildung, Unterstützungsangebote in diesem Bereich entwickeln möchte. Wenn die jetzt mit der Arbeit starten und sich das Interview, was wir hier führen, anhören, was würden Sie denen noch mit auf den Weg geben? Wie kann man solche Fortbildung, solche Unterstützungsmaßnahmen gut gestalten? Ich würde sagen, immer innerschulisch, also nicht für viele Schulen an irgendeinem Ort, wo man dann zusammenkommt, fremd, sondern im System Schule. Also die Fortbildungen, die das ganze Kollegium betreffen, die sind auch am wirkungsvollsten. Man muss nicht darüber berichten, sondern man war ja dabei. Und das ist eine ganz wesentliche Sache. Genau, ich würde sagen, ergänzend, das ist wie mit dem Lernen allgemein, kleinere Lernhäppchen, wirklich ganz praktisch sofort mitmachen können, umsetzen können, fragen können und eben nicht dieses ganz viel erstmal sich anhören und dann zu versuchen, es auszuprobieren. Also die kleinen Lernhäppchen mit der Praxis verbunden, direkt mit den Fragen, die sich dann auch anschließen. Das ist so, sollte so ein Grundprinzip sein, wie eine Fortbildung aufgebaut sein muss, meiner Meinung nach. Und auch dieses Begleitende, sich auch vorzubereiten oder nachzubereiten, indem man auch kleine Videos zum Beispiel aus dem Bereich Bildungs, ja, Ideen, was gibt es alles anzubieten, damit man sich entsprechend auch zu einem Thema vorbereiten oder nachbereiten kann und da weitergucken kann. Und da gibt es so viele gute Playlists und Möglichkeiten. Also das ist auch eine Sache, die man immer mit einbinden sollte, weil sie einfach da ist und viel zu schade wäre, nicht zu nutzen. Also das
hat ja auch alles direkt mit dem Gerät zu tun, was ich dann nutze. Und das sollte man auf jeden Fall auch mit berücksichtigen und einbauen, würde ich sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einsichten an Birgitta von Rosenstiel und Niklas Dietrich. Alles Gute weiter für die Arbeit an der Lambertus-Grundschule in Wallstätte. Dankeschön. Danke.